Wir treffen uns heute, weil du mal was zu sagen hast. Du darfst ein bisschen Werbung machen für nächstes Jahr. Ja, wir haben nächstes Jahr am letzten Juliwochenende die dritte Nacht der Vulkane in Mendig. Jetzt am Wochenende ist das Vorevent. Der Herr Lieberberg probiert mal, ob Mendig 90.000 kann. 90.000 gehen. Das wollen wir nächstes Jahr nicht. Wir sind ein Mega-Event. Wir verstehen uns als Mega-Event der klassischen Art. Bei uns wird es keinen Eintritt kosten beispielsweise, was uns definitiv von den heutigen Megas unterscheidet. Wir werden hoffentlich nicht so viele Besucher haben, wie beispielsweise hier in Xanten, wo wir ja heute sind, oder in Mainz. Wir streben also in keinster Weise den Giga-Status an. Wir wollen ein muckeliges Mega-Event werden, wie das bei uns in der Gegend so schön heißt. Also so Familie Mega. Genau. Okay, und gibt es irgendwelche Besonderheiten? Die Besonderheit wird sein, dass genau eine Woche vorher in circa 30 Kilometern Entfernung ebenfalls ein Mega-Event geplant ist. Das ist Koblenz. Wer Koblenz und die Orga von Koblenz 2013 kennengelernt hat, der weiß, dass auch die Koblenzer super Events veranstalten können. Und unser Gedanke dabei ist natürlich, die Geocacher die ganze Woche über in der Region zu bespaßen. Das heißt, auch während der Woche zwischen diesen beiden Events wird es zwischen Mendig und Koblenz. Also wir werden Events veranstalten über die ganze Woche hinweg, dass der Geocacher, der in der Region Rhein-Mosel-Vulkaneifel seinen Urlaub verbringt, auch die ganze Woche über bespaßt wird und Punkte bekommt. Super. Und jetzt im Namenzug ist ja was von Vulkane drin. Gibt es irgendwie Feuerwerk? Es gibt auch die Nacht der Vulkane ist auch eine Muggelveranstaltung, die an dem Samstagabend ein riesengroßes, sehr schönes Feuerwerk veranstalten, was einen Vulkanausbruch simuliert. Das hört sich spannend an. Und deswegen halt auch die Nacht der Vulkane. Wenn es zeitlich irgendwie geht, dann bin ich wieder dabei. Das würde uns sehr freuen. Muss man halt schauen, wie es geschäftlich und privat mit der Feste fällt. Ende Juli 2016. Und die Website oder so, gibt es da was schon? Wir sind unter nachtdervulkane.de erreichbar, aber auch über Twitter und Facebook. @ndv2016 und auf Twitter, auf Facebook genauso Nacht der Vulkane. Perfekt. Dann schaue ich, dass ich die Links eingebaut kriege, zumindest sichtbar im Video, und dann sehen wir uns bei den Vulkanen. Wunderbar. Ich danke dir. Danke. Ciao. Ciao.